Ne, hier ist keine Tankstelle. Ich bin doch, hier ist eine Tankstelle. Doch, das ist doch, ich bin bewusstlos. Aber du bist im Auto. Ja, ich bin im, jetzt bin ich wieder nicht bewusstlos. Ja, ja, aber du bist nicht aus dem Auto gefallen. Früher ist man immer aus dem Auto gefallen. Hm. Aber überhaupt eine Jerrycan? Ja, irgendeiner von euch. Wir haben zwei Leere und eine volle im Auto. Kann das einer von euch mal machen? Ich versuche nochmal. Kannst du einmal probieren mit dir? Ja, Alex, Alex, versuch das mal kurz bitte aufzutanken. Und ja, ich gebe dir so lange eine Blood Transfusion. Kommst du hier hin? Hier aus dem Haus raus? Leute, da ist ein Zombie gespawnt. Bist du denn? In, der ist in der Hütte gespawnt, der Zombie. Leere. Warte mal, ich bin hinterm Auto, ein ganzes Stück hinterm Auto hier. Das bin ich. Warte, lass mal nochmal im Inventar gucken. Bloodbag ist da. So, Cherry. Ich kann das Auto saven. Wieso kann ich jetzt das Auto saven? Es gibt gerade wichtigere Dinge als ein Auto. Zum Beispiel Menschenleben retten. Können wir mal ein Stück weg vom Auto? Ist irgendwie, ich krieg die ganze Zeit diese dumme Option, das Auto zu saven. Ich will die nicht. Open Alice Pack, Weapon G17, Safe UAZ. Aber ich bezweifle, dass es jetzt geht, ehrlich gesagt. Hast du noch gekochtes Fleisch? Nee, ne? Nee, aber wir können, wenn wir wieder Holz finden, noch ein Fireplace machen, aber das dauert dann wieder 5 Minuten, bis wir das Fleisch auch wirklich gekocht haben. Also ich krieg die Option für dich nicht. Doch, die Option für meine Jerrycan nicht. Ich habe das Gefühl, so toll dieser Wagen ist, es macht keinen Sinn, oder? Es macht auch keinen Sinn. Ich meine, wir haben einen Wagen, aber wenn hier alles nicht so mit rechten Dingen läuft, hier mit wollen dem den Server wechseln? Oder so, dann ich wäre eigentlich dafür, weil ich meine, ganz ehrlich, was wollen wir jetzt hier machen? Ja, wollen wir jetzt hier disconnecten mitten im Jenseits? 500 Meter von Zelenogorth weg. Also wollen wir hier disconnecten. Oder wir fahren noch bis zum Airfield oder so. Und dann... Na, lass es doch hier machen, oder? Oder wollen wir. Und lass mal noch irgendwie nach Stari oder Zelenogorsk oder irgendwas und da nochmal vielleicht dann irgendwie. Dann haben wir es näher zu irgendeiner coolen Stelle, dann haben wir kein Auto mehr, aber wir haben die Chance, dass coole Sachen da spawnen, weil du hast ja mit Lily Enfield, ich meine, was bringt uns die? Aber soweit ist es doch nicht mehr bis zu Zelenogorsk, oder? Naja, aber da finden wir jetzt auch nichts so Geiles. Also ich wäre jetzt schon dafür, ehrlich gesagt, dass wir vielleicht nochmal irgendwie nach Stari oder Richtung Airfield oder irgendwas fahren und da vielleicht quasi dann disconnecten. Und wenn wir dann auf einem richtigen Server, wo alles funktioniert, connecten, können wir da quasi... Hast du eigentlich schon eine Map? Ich? Nee. Warte, komm mal raus, aus dem Auto. Habt ihr überhaupt, ihr könnt mir irgendwas geben, ich habe auch kein Essen und... Ja, warte mal, ich öffne mal den Alice Pack. Also eigentlich kannst du dir alles aus meinem Alice Pack nehmen, weil das eh alles dein Zeug ist. Ich habe deinen Rucksack mitgenommen. Lass ein Zombie, komm, Zombie an. Lol. Außer AKM-Magazin und M9-Magazin. Das würde ich gerne behalten. Der Rest ist dir. Und vielleicht noch irgendwie eintrinken oder ein eintrinken noch oder sowas oder zwei. Ansonsten, der Rest ist echt dir. Ich gebe dir mal das GPS, weil dann hast du eine Map mit dabei. Alex, was machst du da schon wieder? Du, ich weiß nie, wer ist. Geh mal weg da. Was machst du da jetzt schon wieder? Der Zombie, der backt. So, warte, ich öffne mal dein Alice-Pack und tu dir da jetzt mal ein GPS rein, ja? Dann nimmst du dir das mal. Und dann kannst du nämlich, da hast du eine Map mit dabei automatisch, glaube ich, bei dem GPS. Seht ihr den Zombie da auch schon? Welchen Zombie? Der da. Ja. Lol, der ist weg. Da ist er wieder. Oder? Ist das der? Der rüstet gerade seine Waffe aus. Hast du dir alles genommen? Ja. Okay, dann lass mich noch einmal kurz nach dem Bloodbag gucken, wenn es nicht geht. LOL! LOL! Alex! Alter! Boah! Meine was? Alter, ich dachte gerade, er schießt irgendwie auf mich oder sowas, während ich versuche, ihm Bloodbag zu geben. Ja. LOL! Alter, Alex, bitte! Bitte! Ja, aber das hast du gesagt, nachdem du geschossen hast. Okay, ich krieg die Option nicht für dich, sorry. Lass mal ins Auto gehen und wegfahren. Boah, ich kann nicht mal nachfüllen. Was ist denn das? Ist egal. Ist egal, wir haben das Auto dann eh nicht mehr. Meine Fresse, hier ist ja was los. Also, was ist jetzt eure Idee? Zelenogorsk direkt disconnecten oder noch irgendwo hinfahren und dann, also, ja? Also, mir wäre erstmal lieb Zelenogorsk, weil mit so wenig Blut rumschiffen ist immer... Ja gut, aber ich meine, was soll da jetzt noch auf dem Weg passieren? Wie viele Leute sind denn auf dem Server? Kann man mal gucken? Ja, aber wir haben auch nicht so viel. Wie viel Tank haben wir denn noch? Halb. 20, so mindestens. LOL! Brennst du hier gerade alles durch? Ja, was? Wie? Da war nichts. LOL, bei mir war das total viel. Hast du die Optionen, hast du die Einstellungen, die Details auf hoch oder was?
Da waren total die Sperren und Steine und. Bei mir nämlich nicht, deswegen. Bei mir nicht. Aber es läuft bei mir mit 14 Frames, ich kann für nichts garantieren. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen verbuggt gerade. Du fährst hier, bei mir liegen ja dauernd Gegenstände auf der Fahrt. Joa, bei mir bist du gerade geflogen. Also bei mir liegen jetzt, normalerweise liegen da immer Sachen, jetzt liegen hier gerade gar keine Sachen auf der Straße. Jetzt bist du bei mir gerade durch ein Auto durchgefahren. Boah. Jetzt ist er bei mir auch gerade durch ein Auto. Ich habe hier keine Sachen auf der Straße. Das ist aber erfreulich, ne? Leere Straßen. Ja, leere Straßen. Das Green Mountain. Mountain. Ja. Wie viel Tank haben wir denn jetzt noch? Halb. Ich wollte nur schon mal tanken, weil ich meine. Also ich wollte gerne ins Lenum rausgehen, mal zum Supermarkt, weil ich brauche irgendwie, ich brauche Essen, damit ich mich wenigstens ein bisschen healen kann. Ja, lass uns das mal in Starry machen. Das ist nicht so weit. Ich bin da mit dem Auto in. Ich sag mal 5 Minuten. Na ja, dann gib Stoff. Warum stehst du? Weil ich auf die Map geguckt habe und den Punkt markiert habe. Aber ja, ich denke echt, das dauert nicht so lange, 3,5 Kilometer. Das kriegen wir schon hin. Ich gehe mal in die Ego-Kamera, weil das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Oh fuck, ich gehe doch nicht in die Ego-Kamera. Geh mal aus dem Spiel raus, weil man. Genau, Alex, und am besten kommst du da nicht mehr rein und dann fliegst du aus dem Auto und bist tot. Wieso das? Keine Ahnung. Lass es bitte einfach. Oder, naja, mach's, wenn du meinst, aber. Ganz ehrlich, dein Risiko. Leute, dein Risiko. Einfach mal in Skype so eine riesen Konversation aufmachen, alle hinzufügen einfach. Kennst du diese Leute, die Skype nicht benutzen, wie zum Beispiel mich, weil es TS gibt? Oh, Konversation verbergen, auf Wiedersehen. Also, ich habe ja ewig lange kein TS benutzt. Und jetzt benutze ich TS und ich find's einfach 10-mal geiler als Skype. Ja, natürlich, weil du wirst nicht die ganze Zeit. Also, was das Sprechen angeht, ja, aber mit dem Schreiben ist bei. Ja, nee, klar, aber wann ja, will ich jemanden. Aber wenn ich jemanden sonst erreichen will, dann schreibe ich ihn entweder in Facebook oder per E-Mail oder sonst irgendwie WhatsApp, keine Ahnung. Also. Ja gut, das wäre jetzt halt nicht im. 27 Leute auf dem Server. Im Ernst? 27? Oh fuck, ist das voll. Voll? 20. Ja, schon auch voll, aber das meinte ich eigentlich gerade gar nicht. Alter, steht bei dir gar nichts auf der Straße? Nein! Ey, du fährst. Boah, Die Straßen sind so leer wie nie. Ich glaube, der lädt die Details bei mir nicht mehr. Ja, Alex, ich kann auch im Vehicle-Chat schreiben. Das ist nett, dass du das auch rausgefunden hast, wie das geht. Oh. Das war ein Busch. Also der lädt bei mir gar keine Details mehr. Irgendwie scheinbar. Okay. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß noch nicht, wo ich gerade bin. Ich frage mich gerade echt, wo ich bin. Moment. Okay, jetzt wird's auch bei mir dunkler. Wo bin ich denn lang? Hier bin ich lang und ich bin wahrscheinlich gerade in Pogorevka an der Tankstelle, genau. Also Pogorevka war hier schon und dann fahre ich jetzt einfach nur noch diese Straße immer weiter und dann einmal rechts irgendwann. Das sind noch 1,9 Kilometer nach Starry. Ich würde sagen, sollen wir im Supermarkt einfach disconnecten oder? Wie hättet ihr es gerne? Also, nee, im wäre mir lieber, ich weiß nicht, außerhalb, dass wir, also da wo keine Zombies spawnen, dass du mir erstmal nochmal Blut und dass wir dann dahin laufen. Okay, kein Problem. Ja, fahr immer durch da, durch den LKW, durch das Auto, noch ein Auto und eine Straßensperre. Immer durch die Sachen, die es hier gar nicht gibt, auf dieser leeren Straße. Was wohl passieren würde, wenn ich dagegen fahren würde? Also wenn ich ja, das Auto würde kaputt gehen, das ist echt so. Dann würde ich bei euch gegen eine unsichtbare Barriere fahren. Ja. Ich glaube nicht, dass da überhaupt... Ja, doch, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bremst du dann bei mir einfach oder so, keine Ahnung. Das ist aber wirklich so, das ist bei mir öfter schon gewesen, dass bei anderen die Optionen nicht da waren, also die Sachen nicht da waren, bei mir aber schon. Ja, ist komisch. Aber irgendwie, vorhin lief das aber relativ flüssig, mit 28 bis 30 FPS hat man so ein klein wenig gewechselt. Und... Was ist los? Ach, halt die Fresse und fahr! Mach ich ja auch. Ja, du musst es gerade schreiben, man chattet nicht während der Fahrt. Genauso wie man nicht telefoniert bei der Fahrt. Genauso wie man nicht, wie du säuft bei der Fahrt. Genauso wie man genau, hier durch Alex. Barrikaden fährt. Also echt, ey. Ja doch, macht man, aber nur wenn man es kann. Nur wenn man einen Glitch dafür hat. Ne, aber vorhin hatte ich echt die ganze Zeit 30 Frames, jetzt habe ich so zwischen 15 und 17. Ist ein bisschen schade, aber ich kann es nicht ändern, leider. Aber wenn wir gleich den Server wechseln, wird er hoffentlich ein bisschen oder auch sehr viel flüssiger laufen. Boah, Alter, wie lange brauchst du noch, ey? Ich würde ja mal echt gerne Sekunde da, weil ich so habe. Was ist los? Ich würde ja mal echt gerne. Oh, ich bin wieder fast bewusstlos. Und jetzt nicht mehr, Mensch. Wie ist man fast bewusstlos?
Naja, dass kurz die Uhr kommt und dann wieder weg. Achso, ja, dann bist du ja quasi doch bewusstlos, aber halt nur kurz. Ja. Wahrscheinlich habe ich dir jetzt gleich irgendwie so nach einer halben Stunde oder was, habe ich dir dann 3 Blood Transfusions auf einmal gegeben oder so. Wahrscheinlich kommt das dann auch das irgendwann so. Nicht noch so viele kaufen, das ist doch gar nicht so flüssig. Also wenn es bei anderen auch nicht so flüssig läuft, wer weiß. Aber wahrscheinlich, ja. Das ist komisch. Ja, Alex, das hättest du gerne, ne? Was? Ja, dass ich ein Säufer bin. Wir fahren hier links auf den Berg, okay? Also auf den Hügel. Miep, miep. Miep, 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 miep. Ja, das geht jetzt nicht. Ich kann ja immer nur so im Abstand von ein paar Sekunden pupen. Unlogisch. Ja. Man müsste eigentlich so hup, 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 hup und länger gedrückt halten, alles. Genau, Alex. Ja. Ja, yes, okay. Ja. So, aussteigen? Würde ich auch sagen. Dann bis gleich. Bis gleich, ne? Okay, bis gleich, ciao. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück hier zu Daisy. Wir, also Teubo und ich, wir sind da. Warte kurz, nicht bewegen. Wo wir uns eben ausgelockt haben. Allerdings der Alex, der ist im Kamenka gespawnt. Du kriegst ein klein wenig Blut von mir. Ja. So ungefähr 12 Liter oder so. Mensch, das ist ein krasser Scheiß. Das darf nicht wahr sein. Was denn? Mein ganzes Inventar, mein ganzer Rucksack ist leer. Ja. Ey, guck mal, der Rezin ist voll viel markiert. Das passiert wohl nur Leuten, die es verdient haben. Mehr kann ich da jetzt leider nicht zu sagen. Krasse Scheiße und so. Ja, ich kann da wirklich nichts dazu sagen. Alter, also Essen, Trinken hast du ja auch, ne? Hast du eine Sekundärwaffe? Können wir mal auf der Map gucken, wo Poco Refka ist? Also Poco Refka? Ja, natürlich, sehr gerne. 3 trinken und 2 essen, sollte erstmal reichen. Poco Refka habe ich gefunden. Poco Refka ist südlich von Rogovo. Und nicht allzu weit von Stari. Also, naja, schon ein Stück, aber nicht so weit. Also, genauer gesagt ist es... Ich krieg nichts angezeigt, wie weit... Ich krieg hier keine Wegpunkte markiert. Also, mit Shift und Klick. Dann bin ich am Green Mountain. Ja, geh mal zum Green Mountain und guck mal nach dem ATV oder sowas, da kann ja so Zeug spawnen. Wir gucken mal in Starry jetzt, oder? So, wir gucken mal rein. Keine Verzögerung, 30 Frames. Ich nehm bloß mit 25 auf. Aber läuft super. Heißt, hier ist auch nicht markiert, also wenn du dir was auf der Map markierst, ist das nicht markiert als... Sag ich Wegpunkt. Ja. Warte mal, lass mich mal ganz kurz in den Optionen den Sound ein bisschen leiser stellen, weil der ist hier irgendwie ein bisschen lauter, kommt er mir zumindest vor. Aber der Regen ist auch ganz schön laut. Na egal, warte. So, bin wieder da. Und ja, dann lass mal in den Supermarkt reingucken. Oder erst in die Militärzelte. Was willst du lieber? Ja, Militärzelte. Ja, dann dahin. Weil ich möchte gerne eine andere Waffe. Ja, die Enfield ist in der Tat. Ich gehe aber mal vorne, weil ich habe ja die bessere Waffe. Ja. Also ich finde Waffen ja geil, die mit eben Schuss töten. Ja, boah, so laut. Aber mit der Feuer... Warte, warte mal. Fix, ne? Ah, ist nur ein Zombie, der da hüpft. Okay, wenn okay, so kein Ding. 5 Sekunden warten, bis ich wieder schießen kann. Bist du nicht auf Kacke? Ja, eben, deswegen. So eine AK oder M4 oder sowas ist schon besser. Oh, fuck. Hat uns da schon einer? Ja, oder unten, der hat uns schon. Lass uns mal hier lang, also oben. Ein Stück weiter, weil ich will den jetzt am besten... Da oben steht ein Auto. Ich dachte auch schon, nicht das hier. Aber vielleicht steht hier der Rote wieder. Ne, der ist weg. Also der ist immer noch hinter uns, ne? Ist er? Ich sehe ihn nicht. Ne. Siehst du ihn? Oh ne, er hoppelt wieder. Okay, dann duck dich mal am besten. Jetzt ist er auf uns aufmerksam. Ach komm. Wie ist denn der jetzt auf uns aufmerksam geworden? Aber da unten in den Militärzelten sind eh auch Zombies. Komm mal, lass mal einfach reinrennen und gucken, wo es hier was gibt. Ich habe gesagt, der Green Mountain wäre viel steiler. Da war jetzt gar nichts. Ist ja auch kein richtiger Berg. Also wenn, dann müsstest du Zombies... Also ich kann auch töten, ja, aber... Nee, mach ich schon. Ja, meine AKM ist auch nicht gerade leise. Guck mal in dem linken eckigen Zelt, ich gucke im rechten eckigen Zelt. Und danach gehen wir in die Runden. Ich hoffe mal, der zweite Zombie ist hinter mir her, nicht hinter dir. Hier liegt eine hier liegt eine AKSU ohne Magazine. Okay. Eine Water Bottle. Irgendwelche Sachen.
Ich muss schießen. Eine AKM mit Magazin. Komm mal her, hier liegt eine AKM mit Magazin. Hier liegen ganz viele tote Zombies, ist das normal? Militärzombies? Wo bist du denn? Boah, Alter, hab ich mich gerade erschrocken vor dem Zombie. Guck mal hier, in dem hier, guck mal hinter dir. Schau mal, hier ist eine AKM mit Magazinen drin. Da, weil da war auch eine AKM. Achtung, Zombie hinter dir. Ja, aber geh mal hier zu mir, also da wo ich war. Das ist eine AKM? Achso, die sieht ja los hier. Ja, die liegt im Boden, deswegen siehst du die nicht so. The Green Mountain ist nichts.